Ziel des Clusters ist zu verstehen, wie Mikrobiome, also Gemeinschaften von Mikroorganismen, die Gesundheit des Menschen, der Umwelt, aller Lebewesen beeinflussen und wie wir dieses Wissen dann nutzen können, um diese Mikrobiome auch zu verändern, um sozusagen zur Gesundheit des Planeten beizutragen. Ja, die spielen überall eine Rolle. Die sind assoziiert mit jedem Ökosystem, mit jedem Organismus. Jedes Tier, jede Pflanze, jeder Mensch ist voller Mikroben und die wohnen nicht nur einfach da, sondern die sind essentiell, auch wenn wir sie nicht sehen können, für unsere Gesundheit. Sind aber wahnsinnig schwer zu verstehen, weil das hochkomplexe Lebensgemeinschaften sind, die noch dazu ganz klein sind. Nur ein Tausendstel Millimeter sind die einzelnen Mitglieder und die müssen wir eben besser verstehen, um Beiträge leisten zu können für den Erhalt der planetaren Gesundheit. Naja, wir wollen natürlich genau vorhersagen können, zum Beispiel, was ein Permafrostboden an durch die Aktivität der Mikroorganismen an Treibhausgasen freigibt, wie man besser düngen kann, um da weniger Treibhausgase freizusetzen, weniger Düngemittelverluste zu haben in die Ozeane, die dort dann zur Eutrophierung und zu den Todeszonen führen. Wir wollen dazu beitragen, dass Patienten die richtigen Medikamente kriegen, weil Bakterien im Darm zum Beispiel Medikamente oft umbauen, dann werden die unwirksam oder Medikamente beeinflussen das Darmmikrobiom und dann machen Nebenwirkungen. Das heißt, jeder Mensch ist anders, jeder hat ein eigenes Mikrobiom und wir wollen lernen, wie man mit diesem Wissen über das Mikrobiom mehr Patienten heilen kann und wie man effizienter sozusagen personalisierte Medizin betreiben kann. Und das große Ziel von diesem Cluster of Excellence, das ist aber eben nicht in Silos zu arbeiten, hier in der medizinischen Mikrobiomforschung, hier in der Umweltmikrobiomforschung, sondern das zusammenzubringen, allgemeine Prinzipien herauszudestillieren aus diesen verschiedenen Systemen. Es sind immer Mikrobiome und wir wollen das grundsätzlich verstehen und da macht diese Trennung Umwelt, Medizin keinen Sinn und darum führen wir es radikal, muss ich wirklich sagen, in unserem Cluster zusammen. Wenn wir die Dringlichkeit der Situation begreifen. Dazu braucht es natürlich neue Forschung. Wir müssen das besser verstehen. Da braucht es aber auch Änderungen in unserem Verhalten. Und das ist also, beide Schienen müssen natürlich gefahren werden. Wir brauchen mehr Wissen, damit wir effizienter handeln können. Aber wir müssen auch jetzt unser Verhalten ändern, damit wir alle nachhaltiger werden. Und das betrifft natürlich auch die Universität. Einerseits die Neugierde. Mir macht es unglaublich viel Spaß, unserem ganzen Team macht es unglaublich viel Spaß, diese Parallelwelt verstehen zu lernen. Diese vielen Mikroorganismen, die man gar nicht sehen kann, die aber so wichtig sind. Es gibt kein Leben auf diesem Planeten ohne diese Mikroben. Und diese Komplexität, die wahnsinnig hoch ist, verstehen zu lernen, das ist einfach Freude und Neugierde. Aber genauso treibt uns an, dass wir damit einen Beitrag leisten können.